Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM24. Wir sind im neuen Jahr, wir sind in 2025 angelangt und es soll ein gutes Jahr für uns werden, ne? Momentan, Hinrunde war ja sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ja, definitiv sehr, sehr gut. Wir grüßen immer noch von Platz 1. 6 Punkte sind es allerdings zu Vorsprung auf Platz 2 und nur 7 Punkte Vorsprung auf Nancy auf Platz 3. Soll aber heute nicht als erstes unser Hauptaugenmerk werden. Wir spielen noch im Pokal gegen Stadren. Yo, da müssen wir uns, glaube ich, nicht viel vormachen. Das wird sehr, sehr schwer werden gegen die Mannschaft von Peter Stöger, die momentan auf Platz 9 in der Liga ist. Da wird wohl nicht so viel gehen, aber wir probieren es. Schauen wir mal, wie es so läuft. Gibt es was Neues? Ja. Und zwar hat Sampdoria ein Angebot gemacht für Kelo Matombo aus unserem letzten Intake, der Stürmer. Habe ich natürlich erstmal abgelehnt, weil es 0 Euro waren und er scheint auch damit nicht so unzufrieden zu sein. Ich habe ihm auch sofort einen neuen Vertrag angeboten, auch wenn er noch einen Vertrag hatte. Das ist ein momentaner Vertrag. Aber ich dachte mir, probier's da einfach mal mit einem neuen Vertrag. Der ist noch nicht durch, wird dann 100 Euro verdienen. Das Problem ist halt wieder jetzt hier, ne, der Teilzeitvertrag. Deswegen werden wir kein Geld für ihn bekommen, sollte wirklich mal jemand richtig Interesse haben, aber was willst du machen, wenn du keinen Profi-Status kriegen kannst? Das ist halt so das große Problem. Ich glaube, wir können sogar wieder fragen, ne? Ich glaube, ich habe es letztens gesehen. Jo, wir könnten wieder. Aber hilft dir halt nichts, wenn hier oben immer noch minus 865.000 steht, ne? 856.000. Ansonsten, wir haben einen Spieler bei uns, und zwar den David Jonathans von Bayern. Den habe ich mir mal gegönnt, um zu schauen, wie er ist. Jetzt sehe ich schon ein bisschen mehr. Ich glaube nicht, dass wir den unbedingt haben bräuchten. Der war noch auf meiner Shortlist, weil es gibt jetzt momentan ein paar Spieler, die dann keinen Vertrag mehr haben im Sommer. Aber ich glaube, hier müssen wir wirklich nicht großartig schauen, weil die nicht gut genug sind. Ja, sonst hatte ich immer ein bisschen geschaut. Da wollte ich ein paar Leute vielleicht auch zum Probetraining holen. Das sind jetzt Spieler, die momentan keinen Vertrag haben und die Weltreputation ist mindestens auf 11 okay. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, in diesem Winter zu scouten, weil, ja, macht, glaube ich, keinen Sinn, weil wir nicht wissen, wohin die Reise geht im Sommer. Und da mache ich das lieber im Mai, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Ist das hier? Nee. Ach, Länderspiel heißt es auf Deutsch. Stimmt. Und dann habe ich vielleicht zum einen die Wahl aus besseren Spielern. Und zum anderen eventuell einen Profivertrag und dann nochmal eventuell vielleicht sogar Ligue 2 Spieler. Das wäre ganz nett. So, was haben wir denn hier so? Wir haben jetzt hier 27 Spieler, die momentan keinen Vertrag haben, Weltreputation mindestens auf okay haben und Länderspieler haben sie mindestens eins. Luka Ilić. Ich wüsste jetzt halt gar nicht so, was man unbedingt haben wollen würde. Wir haben Karamoko verkauft. Wir würden gerne noch mal Gasser verkaufen, aber da gibt es wahrscheinlich kein Angebot für den Kollegen. Hatten wir bereits probiert. Aber ich probiere es trotzdem noch mal. Möchten wir da irgendjemanden per Probetraining holen? Auf den Außen läuft es momentan gut. Vielleicht doch noch mal gucken nach einem Sechser. Was gibt's denn da so? Kenne ich ehrlich gesagt keinen vom Namen her. Carlos Sanchez, der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ja, okay, 88 Länderspiel für Kolumbien, ich glaube, den kenne ich dann. Siani kenne ich, glaube ich, nicht. Adeoti kenne ich nicht. Und Alphonse Amade kenne ich auch nicht. Wie sieht's aus, wenn wir die Länderspiele rausnehmen? Dann kommt absolut keiner dazu. Ich nehme die mal mit, ja. Ich möchte mal gucken, wie die so sind. Probetraining kostet ja nichts. Was hätten wir sonst noch so? Ja, Rechtsverteidiger wäre natürlich noch interessant. Da gibt es Christian Gamboa und nochmal Alphonse Amade, den wir jetzt gerade schon hatten. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal gegen Stadren, ne? Die spielen wohl im FIFA 2. Ich auch. Ich möchte heute mal im FIFA 2 spielen. Ich habe das mal neu reingeklatscht. Das hat in meinem anderen Save sehr, sehr gut geklappt, als ich harte Struggles hatte, weil ich viel zu früh aufgestiegen bin. Und ich erhoffe mir, dass damit vielleicht ein kleines bisschen geht. Wir müssen uns nichts vormachen. Das hier wird definitiv eine Niederlage werden in 99 von 100 Fällen. Aber vielleicht haben wir gerade diesen einen von 100 Fällen erwischt, dass wir gegen Stadren irgendwie was reißen können, die ein bisschen rotieren. Lefebvre kommt rein, Bayrami kommt rein.
Aber wie gesagt, wir machen uns nichts vor. Stadren als Erstligist natürlich deutlich besser. 17,75 Millionen haben sie ausgegeben dieses Jahr mit Bayrami unter anderem. Diego Demme hat man sich geholt. Teuerster Spieler von denen verdient 60.000, ist Terrier. Manja Matic hat man, Guiri hat man, uiuiui, das wird schwierig. Oria hat man noch, Suta, okay, mal gucken. Wir sind weit gekommen im Pokal. Wir schauen einfach mal, wie es so läuft jetzt hier. Und keinen Stress, wenn wir rausfliegen, weil das ist dann halt so. Wäre schön, wenn es aber nicht gleich nach der sechsten Minute passieren wird. Renault klärt erstmal diesen Kopfball von Estad Ren. Die Idee der Taktik ist übrigens einfach. Da habe ich mich inspirieren lassen von anderen Taktiken auf FM Scout und so weiter, bin ich auch ganz ehrlich. Weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich richtig harte Struggles hatte. Stark Renault, aber so. Aber abseits, okay. Die Idee der Taktik ist, dass wir halt viel Ballgeschiebe haben, wenn wir den Ball haben, aber wir wollen eigentlich keinen Ballbesitz. Also wenn, spielen wir den Ball hier hin und her und schlagen dann langen Ball nach vorne auf Baluch oder Herrera oder beziehungsweise auf die Stürmer, weshalb wir auch keine Flügelspieler haben, sondern äußere Mittelfeldspieler. Kürzeres Passspiel, ne, für das kurze Spielen, aber normalerweise, weil halt die Lücke dann hier so auf ist, spielst du vom Mittelfeld in den Sturm dann einen etwas längeren Ball. Dazu ein mittlerer Block, hohe Defensivlinien, damit die schön beieinander stehen, aber nicht, dass man den Gegner zu doll kommen lässt, um ja quasi dem jede Chance zu geben. Das deckt sich dann nicht ganz mit weiter zurückziehen, aber es klappt. Das ist so die Idee der Taktik bisher. Aber die wird ganz, ganz selten bei uns gespielt. Also die werdet ihr heute sehen und dann wahrscheinlich nie wieder. Es ist wirklich nur eine Idee gewesen jetzt hier in der Vorbereitung auf die Folge, dass ich mir dachte, ja, 4-1-4-1 ist wahrscheinlich zu offensiv. Du kannst es 4-1-4-1 anpassen, sowas sollte zum Beispiel nicht passieren. Und dann hoffen oder du benutzt einfach die Taktik, die schon echt gut gegen richtig starke Gegner funktioniert. Ernsthaft? Immerhin macht er seinen Fehler wieder wett, aber das passiert auch ganz schön häufig im FM bei mir dieses Jahr. Dass mein Innenverteidiger oder mein Torhüter direkt zum Gegner passt, wo es halt eindeutig ist, dass der Ball niemals ankommen kann. Also passiert wirklich super, super häufig bei mir. Logischerweise mit Spielermaterial, was halt unterhalb der ersten Liga noch anzusiedeln ist, aber ganz ehrlich, ne, als ob die Spieler nicht halt so einen Pass anbringen können, auch Torhüter mittlerweile. Und Renault hat 12 Passen, also das ist für einen Keeper schon richtig, richtig gut. Das darf eigentlich nicht passieren. Ich habe jetzt gerade nicht auf seine Übersicht geachtet, aber ich glaube, die ist auch nicht so schlecht. Hier ist Sound an. Ja. Hui. Also wir halten uns dank Renault und dank Pfosten noch ganz schön gut in dieser Partie, aber lange wird das wohl nicht mehr passieren. Das dauern, bis da was passiert. Ja, Übersicht 9. Also ganz ehrlich, 9 und 12, das darf dann eigentlich, finde ich, nicht passieren. Aber ich hatte es letztens auch in den Kommentaren gesehen, dass einige zum Beispiel gar nicht diese Kritikpunkte, die ich sehe, bei sich im Safe haben. Was ich aber auch ehrlich gesagt gut finde. Weil am Ende des Tages ist es halt schön, wenn die Saves halt immer anders verlaufen. Ich meine, ja, vielleicht habe ich wirklich das Pech, dass ich halt super viele Alu-Treffer habe. Ich meine, ihr seht das ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich hier sage, oh, wisst ihr, ich habe hier in diesem Spiel gegen Startrend schon wieder 5-mal Alu getroffen. Ey, ich habe so ein Pech. Wir sehen das hier dann buchstäblich. Aber das macht es halt aus dem FM, finde ich, dass man halt trotzdem auch andere oder in anderen Spielständen halt andere Negativpunkte hat. Weil logischerweise muss das Spiel viel RNG sein. Weil so ist Fußball halt auch gerne mal. Ich denke nur, dass es ein bisschen die falschen Ecken sind, wo es RNG gibt. Also von wegen, ja hier, auf einmal hast du so einen schlechten Moralboost, auf einmal kommen die Spieler an und haten dich und deswegen verlierst du dann das nächste Spiel oder so. Das finde ich ist eher das falsche Ding. Lieber habe ich dann wirklich, dass sowas passiert wie Renault, jetzt gerade nur halt vielleicht ein bisschen realistischer. Also, dass es da eine Animation gibt, wo ein Spieler halt eine Ballannahme richtig krass verkackt. Und dadurch der Gegner, wenn er gut presst, muss er natürlich, ne? Oh, Bass. Wow. Wow. Man hört und staunt. Wir führen gegen Stade Rennes. Freistoßtor von Romain Basque. Okay.
Okay. Nehme ich. Nehme ich sehr gerne. Derweil zieht selber in die Mitte. Abgeblockter Schuss darf nochmal und dann ist er leider drinne von Enzo Lefebvre. Schade. Ja, also dann lieber so eine scheiß Ballername oder so als Animation als so ein Unsinn. Weil wie oft kommt das bitte im modernen Fußball vor? Ja, dritte Liga, ich weiß, ne? Darf man nicht vergessen. Wir dürfen übrigens auch nicht vergessen bei den Spielinteraktionen, dass ich halt weiterhin sehr wenig Reputation habe. Das unterschlage ich natürlich immer, weil, ne? Aber wir dürfen es wirklich nicht vergessen. Meine Werte als Trainer sind halt wirklich nicht gut. Ich habe ja am Anfang des Saves extra auf Disziplin und Determination und so weiter geskillt, sag ich mal. Aber im weiteren Spielverlauf werden die Werte natürlich noch besser. Solide geklärt. Ja, Herrera und Nadia sind es da, glaube ich. Nummern sind heute nicht richtig, weil Pokal. Ne, Nadia ist da. Waren sich da nicht ganz einig. Dann war es Mondi. Ja, Ruxell erstmal nach hinten auf Litwin. Okanja. Was kann Okanja? Eine Flanke direkt zum Gegner spielen? Nee, doch nicht. Kommt irgendwie zurück. Da ist Borlé und der schießt drüber. Okay. War mir jetzt nicht ganz sicher, weil der Keeper eigentlich so aus, als ob er den bekommen hat. Aber war wirklich drüber geschossen. Es gab nur Torabstoß. Ach, Mann. Schade. Der ist leider sehr gut. Lambert muss nur in die Mitte spielen. Und er schießt daneben. Girlie Muendo. Wäre anscheinend abseits gewesen, weil der Linienassistent so meinte hier, mein Fähnchen schaut so aus. Wir haben noch nicht gewechselt. Was hätte ich denn so? Nehmen wir mal Mondi raus, der spielt nicht so gut und Batista kommt rein. 2 Minuten noch regulär. Ich weiß gar nicht, warte mal. Ich glaube, in ein paar Runden gibt es direkt Elfmeterschießen, ne? Kann sich jetzt eh erübrigen, ne? Weil wir haben noch eine Szene. So, 9. Runde Coupe de France. Coupe de France. Sind wir in der 9. Runde? Ja. Elfmeterschießen, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht. Also, es ist eigentlich in unserem Interesse, dass es jetzt halt keine Szene mehr für Stadrennen gibt. Leider kommt der Ball von Renault direkt zum Gegner und das ist halt sehr unnötig. Guter Ball zunächst von Ruxell, aber Ball bleibt bei Désiré Doué und Stadrennen. Der darf nicht reingehen. Dann haben wir eine realistische Chance weiterzukommen. Aber der ist super gefährlich und der ist leider auch drin. Ja, konnten dem Druck dann doch nicht standhalten. Das war eine gute Partie von uns, aber am Ende dann halt doch 2 Fehler gemacht. Und die hat dann Stadrennen ausgenutzt. Hier kommt der Ball lang und wir haben dieses typische Problem, ne? Da ist Ruxell halt hinten. Dieses Mal allerdings auch Litwin, die beide nicht hochgehen. Und dadurch fliegen wir dann doch noch raus, ohne Elfmeterschießen. Schade. War trotzdem eine gute Pokalsaison. Gegen Stadrennen kann man rausfliegen als Drittligist. Ist halt unter dem Aspekt ärgerlich, dass man schon die Chance hatte jetzt auf, okay, auf das Elfmeterschießen. Ex-Club? Tatsache. Brolé war mal bei Stadrennen. Aber gut, ja, wir haben es probiert und versucht, aber sollte nicht sein. Bin ich nicht ganz so traurig drüber, auch wenn es mich ein bisschen ärgert, dass wir jetzt so rausgeflogen sind. Nee, Kahn, ich möchte nicht Matombo als Probetrainingsspieler bei euch haben. Nadia hatte zuvor 4 Tore gemacht übrigens, vorletztes Jahr gegen Brie. Jetzt ist es Gonçalo Ramos, der 5 Tore gemacht hat gegen Lusitanos, gegen die wir auch schon gespielt hatten im Pokal. Also ein Rekord weniger für uns. So, Matombo hat seinen neuen Vertrag unterschrieben. Jetzt hat er einen süßen Marktwert von 0 Euro bis 2.000. Aber wenigstens gehen die anderen Vereine jetzt wohl erstmal weg. Ja, wobei weggehen werden sie wahrscheinlich nicht von ihm. Aber sie werden wahrscheinlich keine Chance haben, ihn zu verpflichten, weil er gerade eben erst einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Aber jetzt sieht man es halt, ne, warum es so extrem wichtig ist, dass wir dann endlich mal Profiverein werden. Ich werde jetzt auch anfragen, ich habe keinen Bock jetzt zu warten.
Weil die einzige nächste Möglichkeit, selbst wenn es wieder diesen halbes Jahr Zeitraum geben würde, wäre ja dann im Juni, wo ich so oder so danach fragen müsste, wenn wir dann wohl vielleicht mal schwarze Zahlen schreiben. Paris Atletico ist jetzt unser Trainer. Gegner. Danach Toulon. Wir werden wahrscheinlich wieder nicht Profis werden. Also ich warte hier gar nicht so großartig auf die News. Oh, Hugo Roh hat ein Angebot bekommen von KN jetzt. Also wir werden gerade geplündert. Ich ziehe aber die Option, weil die habe ich extra gemacht. Damit fällt der Transfer von denen ins Wasser. Sollte aber wohl dann auch mal einen neuen Vertrag bekommen, ne? Die wollten ja alle nicht so viel Geld haben. So eine lange Transfer. Vertragslänge, meine Güte, ich kann schon wieder nicht reden. Ich habe auch überhaupt nicht geschlafen, also das wird heute noch ein bisschen häufiger vorkommen. Muss ein bisschen aufpassen eigentlich mit den Gehältern, weil das Geld haben wir eigentlich nicht. Aber ich darf meine besten Spieler halt auch nicht einfach, also was heißt die besten Spieler? Ich darf die Spieler auch nicht einfach so gehen lassen. Obwohl wir ihre Argumentation verstehen, würde das Vereinsprestige mal wieder durch die finanzielle Unsicherheit aufs Spiel gesetzt werden. Ja, das Argument, wie gesagt, das lasse ich gelten. Aber die können die Zusatzkosten nicht einfach ignorieren. Also wir müssen wirklich vorher ein gutes finanzielles Ergebnis haben, damit wir mal anfragen können. Und das heißt, dass hier die 700, waren sich eben mehr? Ja gut, wir haben Pokal gespielt. Pokalspiel lief auch im Fernsehen. Wir haben allerdings bei Stadren gespielt. Aber ja, 65.000 Gewinn diesen Monat. Warum denn? Was war denn jetzt gerade das große an Gewinn? Ja, Kartenverkauf, ja gut, macht Sinn. Wow, was war, achso, das waren die Testspiele. Der riesige Ausschweifer da. Ja, bräuchte ich noch eine etwas größere Fanbase, aber wenn man so zwei, drei gute Saisons hintereinander hat, dann kommt das eigentlich von selber. Ist dann auch meistens egal, mit welchem Verein du spielst. Paris Atletico. Wir hatten die besiegt, ne? Yes, 4-1 war das am dritten Spieltag. So, wir werden mal wieder zurück auf das 4-1-4-1 gehen. Weil darauf habe ich Bock. Der Co-Trainer würde so aufstellen. Ja. Bolle und Mondi haben gerade keinen Namen, warum auch immer. So, weil die Leihspieler sind, oder? Macht eigentlich keinen Sinn. Balutsch vorne, ja, ist in Ordnung. Und Van Aken würde ich gerne hinten sehen. Ruxel Tavares auch. Jo, finden ist es in Ordnung. Dann nehmen wir mal Okanja mit auf die Bank. Batista Bank, Herrera Bank, Van den Bosche Bank. Nicht immer Mendes für Van den Bosche. Mhm. Ja, lass mal so gewinnen, ne? Oder lieber Hamza und Nadir tauschen. Weil Hamza, der müsste ja wohl ein bisschen tackeln und, na, ich tausche die beiden lieber. So, let's go. Einmal bitte wieder einen Sieg holen. Frage wird sein, wie kommt unsere Mannschaft mit der Moral des Pokalauses klar? Paris Atletico auf Platz 6 ist jetzt auch nicht so Laufkundschaft. Wir lassen uns, und wir müssen uns überraschen lassen. Let's go. So, wir in Blau müssen jetzt erstmal verteidigen, weil Paris Atletico in Schwarz von links nach rechts richtig stark spielt und gleich erstmal früh die Latte trifft nach der Abseitsposition von denen. Da haben sie mal ordentlich das Tempo angezogen. War das nicht irgendwie im Hinspiel, wo ich meinte, Usman Kane ist gut und dann hat er sofort ein Tor gegen uns gemacht? Irgendwie so war das, ne? Jungs, 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 kein guter Start von uns. Trotz viel Ballbesitz und sehr guter Passgenauigkeit, aber bisher sehen wir nichts davon. Tavares mit dem Eckball, ne, da kommt Rüstem nicht ran. Castro hat die Konterchance, hat eigentlich keine Anspielmöglichkeit, nach vorn zumindest. Ja, das war gut verteidigt. Erster Spieler. Wow, warum Nadir? Was soll denn das bitte? Kennt man doch sonst nicht von dir. Mukam schießt daneben. Aber ganz, ganz komischer Fehler von Nadir, dem so normalerweise nicht passiert. Nim führt schon. 2-1.
Dritte und sechste Minute haben sie getroffen. Nancy führt ebenso, haben aber rot bekommen. Das könnte noch ganz gut für uns sein. Wir sollten langsam mal hier was machen. Weil unsere Konkurrenz, die macht alles richtig bisher. Balucci erschien ängstlich. Wow. Ja, ich gebe dir noch ein paar Minütchen. Wir gehen mal auf 4-3-3. Vielleicht kommt der Gegner damit nicht klar. Oder wie nicht. Kann natürlich auch sein. Der ist nicht perfekt geklärt. Bangura darf. Oben ist super viel Platz. Amish, ja. Also, ja, weiß ich nicht, was meine Mannschaft sich da denkt. Aber wenn man so blank steht, dann wird man höchstwahrscheinlich angespielt. Natürlich dann dicker Fehler von Tavares, der sich hier die ganze Zeit in die Mitte orientiert und damit den Schussweg perfekt freilässt für Amish. Das ist doof. Und unser Punktevorsprung, ja, schmilzt und schmilzt. Man muss es natürlich wieder nicht erwähnen, ne? Atletico natürlich mit einem Torschuss, einem Tor. Tavares, bitte? Was ist denn los mit dir? Nur mit Glück kommt der Ball auf Borlée. Mal schauen, ob er es jetzt besser macht. Der ist gut. Balucci. Ah, yes, nice. Ah, schade. Ich habe es mir schon fast gedacht. Leider abseits. Schon wieder kein Replay. Dann mache ich mal aberkannte Tore rein. Vielleicht hilft es dann. Weil darunter war ja aberkannte Abseitstore. Das haben sie auch nicht gezeigt. Das ist nicht gut, Jungs. Das ist nicht gut. Nadia, ja, heute absolut schrecklich. Hätte vielleicht mal früher wechseln sollen. Immerhin hat Atletico mit dem zweiten Torschuss nicht getroffen. Und die hat noch einen zweiten Torschuss. Das ist auch mal sehr schön. Ja, Jungs. Das ist heute leider nichts scheinbar, ne? Und Nancy holt wohl echt den Sieg in Unterzahl. Ja, ist... Ja, letzte Chance. Wenigstens noch den Ausgleich zu machen. Keeper ist auch schon vorne, geht jetzt aber gerade zurück. Mondi, letzter Ball rein irgendwie. Der ist gut und er macht ihn rein. Arte Herrera, ja, den hätte ich von Anfang an spielen lassen müssen. Ich bleib so, ne? Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. All in quasi. Immer. Sehr gut von Mondi. Und ganz wichtig von Arte Herrera. Kommt, Jungs, holt euch noch den Sieg. Ja, schade. Ja, zu zögerlich. Hätte auch früher aufs 4-3-3 gehen müssen. Dann zu späte Wechsel von mir. Und ist leider auch nicht die perfekte Aufstellung, ne? Siehe, Balucci. Schade. Da war viel Mist drin, ne? Nancy hat sogar noch das 2-0 gemacht durch Prunier. Und Nîmes auch gewonnen. Also wir verlieren ordentlich Punkte. Red Star hat verloren. So langsam aber sicher wird es nur noch ein Dreikampf werden. Fleury. Fleury hat noch nicht gespielt. Und Villefranche auch nicht. Auf die beiden müssten wir noch achten. 6 Spiele in Folge jetzt ungeschlagen. Kein Verein möchte Magassa haben. Wie wär's, wenn du einen neuen Verein suchst? Okay, ich sag ihm halt, dass ich nicht denke, dass er eine Zukunft im Verein hat. Und er so, das Risiko gehe ich ein. Gibt auch keine Spielervermittler, die denken, dass er irgendwas einbringen könnte. Ja, war ein doofes Spiel von mir. Hätte ich viel anders machen müssen. Wahrscheinlich, aber ja, nach dem Pokal aus bin ich mir halt nicht so sicher, ob das klug gewesen wäre, direkt auf das 4-3-3 zu gehen. Aufgrund halt der fehlenden Moral. Toulon könnte jetzt vielleicht gar nicht so schlecht sein, dass die jetzt gerade kommen. Ja, es ist der Vorvorletzte, immer super ekelhaft, wenn man Erster ist, aber ich glaube, in der aktuellen Phase könnte Toulon der perfekte Gegner für uns sein. Die haben gerade gegen Nîmes verloren, ganz knapp mit 1-2. Ich glaube, das könnte für uns ganz gut werden. Medien bejubeln den jungen Mondi. Ja, der ist gut. Roux hat seinen neuen Vertrag unterschrieben. Hat jetzt 500 bis 4500. Wenn da noch ein paar Nullen hinten dran wären, wäre es perfekt. Aber dafür brauchen wir wirklich den Profivertrag. Bin echt gespannt. Magassa Leihangebot. Das wäre in Ordnung, ne? Dann könnten wir uns auch einen Sechser holen.
Das dürfte ja so ungefähr das sein, was er monatlich kriegt, die 2,9. Was verdient er? Er verdient 700 die Woche, mal 4 sind 2,8. Jo. Das nehme ich mal an. Weil dann könnten wir eventuell schon nach einem neuen Sechser gucken. Zum Beispiel Alphonse Amade. Bisschen schwach auf den Rippen, ne? Nur 7 Kraft. So sieht er im Vergleich zu Basque aus. Okay, das ist eindeutig. Ja, was könnte man denn da so machen noch? Es muss übrigens nicht auch einer sein, der gute Reputation hat, ne? Ah, der Illich noch. Ah, der ist eher offensiv. Woche. Ach, der FM spinnt schon wieder. Das ist irgendwie sehr buggy mit den Positionen. Caligari. Ja, warum nicht? Hast du Bock, zum Probetraining zu kommen vielleicht? Jo, hat er. Weil dann würde ich Magassa gerne abgeben und dann schon hier halt den Backup holen für Basque für das nächste Jahr. Die Frage ist halt, wie kriegst du hier den besten? Also Jonathans möchte ich nicht haben, der sieht mir ein bisschen zu schwach aus. Also physisch ist er gut. Glaube aber, da könnte ich noch ein bisschen was Besseres bekommen. Im Sommer dann, vor allem wenn wir aufsteigen. Und Amade ist mir jetzt auch nicht so der Lieblingsspieler. Gerade im Vergleich zu Basque. Ja, was machen wir denn? Also die beiden Kollegen mache ich nochmal Probetraining anbieten wegen der guten Scouting-Bewertung von 1 minus und 1 plus. Dann mal die Reputation anschauen. Siani Sanchez und Adeyoti wollten gerade nicht. Gehe ich erstmal auf ein normales Alter. Sagen wir mal 31. Auf annehmbar. Und dann haben wir noch die. Jo, komm. Die frage ich nochmal nach dem Probetraining an. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich meine, Basque spielt ja eh alle Spiele. Und dann fällt mir gerade ein, wollte ich hier noch schauen mit euch, ne? Nach Länderspielen und jungen Spielern. Haben wir da jemanden mittlerweile? Ach so, wir haben ja keinen. Ja, stimmt, wir haben ja keine Scouting Range momentan. Ja, nee, dann hilft das nicht. Wir hätten halt hier maximal 20-Jährige. Und die haben alle Verträge. Nee, das kann ich erst machen, wenn ich ein Scouting-Paket habe. Was halt super viel kostet und dafür habe ich das Geld nicht. Mal schauen, wie die Sechser hier sind, die kommen. Die, wie gesagt, würden dann direkt Backup werden von Basque für die nächste Saison schon. Aber da sehe ich viele, die keine gute Bewertung jetzt schon haben. Werden bestimmt gleich einige sofort wieder rausfliegen. Aber Magassa werde ich auch nicht verleihen, bis ich nicht einen guten Sechser Backup gefunden habe, weil das wäre blöd. Also wie gesagt, wir werden das hier verschieben erstmal mit Magasta. Der würde nämlich zu Chambly gehen. Was ganz nett ist, aber wir brauchen erstmal einen Ersatz. So, ich glaube, bei Braunovic hier brauche ich gar nicht so lange warten. 5 bis 10 Passing, das kann sofort weg. Ich habe euch gerade geschlagen, sorry, falls ihr das gehabt habt. Wir nehmen mal kurz die Leute weg, die im Spieltagskader sind. So, wie gesagt, der Junge muss passen können. Das kann er hier nicht, das kann er hier nicht, das kann er hier nicht. Da ist noch der Braunovic drinne. Ach, da ist ein Kaka. Dass Joseph Minala so schlecht ist, wundert mich, ne? Von Lazio früher. Aber ist dann halt wahrscheinlich eher so der reine Sechser, der dann ein bisschen passen kann, aber dafür halt solide Zweikampfführung hat oder ähnlich. So, wir treffen auf Toulon. Boah, Basque hat. Was hat Basque eigentlich? Roman Basque hat an Passing
12. Also es sollte schon mindestens 11 sein als Backup. Tapoko kann dann schon mal weg. Und Falcao auch. Muritala könnte sehr interessant sein. Der sieht sehr gut aus. Er ist halt, boah, 1,57 ist halt schon hart, ne? Der ist nicht so krass gefordert, glaube ich, bei mir im Kopfball, aber 1,57, das ist schon richtig hart. Da brauchst du ja wirklich nie auch nur ansatzweise zu überlegen, ob der Spieler in ein Kopfballduell gehen sollte. Nancy übrigens nur unentschieden gegen Red Star, das trifft sich sehr gut für uns. Nimm allerdings gewonnen. Mir wäre Platz 1 aber auch egal, wenn wir dann halt safe aufsteigen, ohne Relegation. Was haben wir denn noch so gehabt? Also Nîmes, wie gesagt, 2-1 gewonnen. Nancy gegen Red Star 0-0. Villefranche hatte hier unentschieden gespielt. Was ist denn mit Fleury? Die spielen gar nicht mehr. Ja, Fleury könnte noch. Das wird sich aber heute relativ entscheiden, wer dann zur Rückrunde jetzt unsere Hauptkonkurrenten werden. Ich glaube, die nächsten zwei Spiele mache ich auch noch mit euch, damit sich das entscheidet. Gegen Rouen, die am Absteigen sind. Und jetzt gegen Toulon, die, naja, auch am Absteigen sind. 4-3-3 bei denen, bei uns sind wahrscheinlich auch gleich. Toulon, hatten die jetzt schon einen neuen Trainer? Ja, seit knapp einem Monat. So, wir wollen ja wieder lernen und deswegen gehe ich jetzt aufs 4-3-3. Adri Herrera rein und nehmen wir mal Okanja, weil Tavares war echt gerade schwach. Und wisst ihr was? Ich nehme mal Batista rein. Auf der linken Seite. Habe ich so ein gutes Gefühl dabei. Also die komplette linke Seite neu plus Adri vorne im Sturm für Kollege Balutsch. Und dann jetzt bitte easy peasy Sieg. Wir sind Zweiter in der Formtabelle. Toulon allerdings Sechster. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Hoffentlich bestätigt sich das jetzt auch auf dem Feld. Wir in Weiß mit Ballbesitz mit Okanja. Und Nadir muss heute bitte besser spielen. Das war echt doof gerade. Ja, jo, genau dahin, jo. Der ist sehr mutig gewesen. Nadir ist ja zum Glück groß. Da ist Gonçalo Batista und es war die richtige Entscheidung. Nice. Adri Herrera und Batista. Sehr schön und super frühe Führung. Den Ball kann Hamza aber auch nicht spielen, wenn Nadir nicht 1,90 groß ist, ne? Oh, sehr schön. Keeper sieht nicht gut aus, aber gehen wir nicht drüber. Nadir ist wieder 1,90 sogar. Ich dachte eigentlich erst 1,88, aber nur erst genau 1,90 groß. So, Jungs, weiter so. Ach, Fleury spielt gegen Villefranche. Das ist noch eins der Verfolgerduelle unter unserer Partie hier. Und Fleury führt. Aber erstmal jetzt bitte wir selber das 2-0 machen. Das wäre ganz nett. So, jetzt haben wir die Situation wieder, die ich letztens schon meinte, ne? Ich spiele gar nicht so schlecht. Aber ich würde gerne sagen, Jungs, macht mal ein bisschen mehr. Was für ein Teamtalk mache ich jetzt am besten? Also, wir spielen ja zum Beispiel gerade überhaupt nicht schlecht. Ermutigen würde negative Konsequenzen haben, beruhigen auch. Ach, das Ding hat auch sowas. Konzentration. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut wirkt, aber wäre vielleicht eine Option, anfeuern. Leidenschaft. Noch nie gesehen, dass das funktioniert hat. Kein Druck. Also ich würde es mal riskieren, jetzt einen Teamtalk zu machen, den ich normalerweise nicht mache. Also Maßregeln zu unserem Lob könnte vielleicht ganz interessant sein. Wisst ihr was? Ich lobe die Spieler mal. Jungs, ihr spielt bisher gut. Macht weiter so, dann kommt das 2-0. Boah, hat geklappt. Und jetzt kommt das Gegentor bestimmt. Der Teamtalk, der hat geklappt. Bin gespannt. Ich kann leider. Wow, danke für die 2 Minuten. Hat richtig viel gebracht. Ja, Jungs, wir müssen halt, ne, das 2-0 machen, ganz einfach. Ich habe ein bisschen Schiss bei Romain Basque, ne, gelbe Karte und 6,5.
ist normalerweise nicht der Spieler, der bei uns auffällt, weil er halt blöd ist. Aber kann hier viel mehr passieren. Ruxell und Mondi. Das ist ein schöner Ball. Der ist auch richtig schön, aber Batista kommt nicht dran. So gibt es eher die Chance für Toulon auf den Konter, wenn wir nicht mal rangehen sollten jetzt, was wir immer noch nicht machen. Ja, lassen die Gegner sehr kommen, haben die Lücke riesig aufgemacht und Azevedo schießt das Lattenkreuz ab. Hui. Romain Basque, ich weiß es nicht, ne? Ich hätte gerne irgendwie extra Statistiken dafür, was ihn gerade so schlecht macht. Ich werde mal noch nicht auf die Auswechslung gehen, sondern sag vorsichtig in die Zweikämpfe gehen. Schade eigentlich, früher konntest du halt immer direkt auf die Statistiken zugreifen. Können wir hier, ne, können wir nicht, ne? Was war denn das hier nochmal? Weiß ich nicht, funktioniert nicht. Ich glaube, das blendet da eigentlich das aus, aber es wurde nicht ausgeblendet. Ich dachte gerade schon, er geht nicht hin. Wir spielen sehr mit dem Feuer. Eine knappe 1-0-Führung gegen den Tabellenvorvorletzten. Machen das 2-0 nicht, trotz Chancen darauf. Hamza bringt den Ball nicht in die Mitte, sondern holt den Elfmeter raus. Das könnte ganz nett werden. Aber dafür muss er halt auch erstmal reingemacht werden von Alvaro Ocaña. Bisher keine gute Saison von ihm. Aber er macht den Elfmeter rein. Sehr schön, Alvaro. Nice. Und wisst ihr was, jetzt gehe ich auf Nummer sicher und sag, Basque, komm, gönn dir ein bisschen Pause. Wen packt man rein? Ich habe Magassa nicht mitgenommen. Mendes wäre 9 Tackling. Tavares eher nicht. Ocaña, kannst du das vielleicht? Ich meine, es ist quasi die Position. Wisst ihr was, ich mache das. Dann geht Ocaña auf die 6. Sehr schön. 2-0 Führung. Auch hoch verdient weiter nach der Statistik. Toulon immer noch ohne Torschuss. Ja, Alvaro. Ich glaube, Nim spielt heute nicht, ne? Ich glaube, die haben ja vor uns gespielt gerade. Guter Ball. Hamza. Eben den Elfmeter rausgeholt. Mondi in den Rückraum zum Gegner, aber Ruxell holt sich den Ball schnell wieder. Nadir scheitert leider am Gegner, und zwar an Rovira. Eckball Tavares. Nee, Nadir. Boah. Guter und knapper Save von Cardinale im Tor. Ah, Villafranche hatte den Ausgleich gemacht gegen Fleury. Das sollte hier nichts geben, weil die Szene viel zu spät gestartet ist. Trotzdem etwas risky. Jetzt wird's gefährlich. Das ist Abseits, oder? Aber auch eine gute Parade von Renault. Kein Abseits, wow. Nadir wird gehen und Batista ebenso. Aber da, nee, nicht Batista. Ich würde sagen, wir machen den Seitentausch. Brolé kommt für Mondi. Batista geht auf rechts und Mendes. Ach, machen wir mal Hamza. Hamza hat meistens eher die Fitnessprobleme. Fleury, Villafranche, 1-1 wäre mir sehr angenehm, damit die sich dann auch verabschieden aus dem Aufstiegsrennen. Dass es dann halt eher noch Red Star ist, auf die wir achten müssten. Aber Villafranche hat gewonnen. Ich glaube, das ist aber auch ganz in Ordnung. Weil Fleury ja die 2 Spiele noch hatte, die sie noch nicht haben. Also, hä? Ja, was für eine Aussage. Die sollen nicht gemacht haben dann natürlich. Villafranche also in der 91. gewonnen, damit sind die neue Tabellenvierter. Mit 20 Spielen. Fleury könnte maximal noch auf Platz 5 gehen. Aber wir haben 7 Punkte Vorsprung und das ist richtig, richtig gut. So, 7 Spiele umgeschlagen, gut. So, und jetzt machen wir noch das Spiel gegen Rohr. Allerdings muss ich vorher unbedingt auf die Toilette und deswegen machen wir einen kleinen Cut. So, da bin ich wieder, sorry. Auf dem Rückweg noch schön Dominostein ins Maul gepfeffert. Moraes würde gerne öfter in der Startelf stehen. Ist nicht, Brody, ne? Ist nicht. Da habe ich 2 gute Leihspieler leider. Wäre besser, wenn du akzeptierst, dass du nur noch gelegentlich Chancen bekommst. Dann tut es mir leid, dann muss ich dich natürlich verkaufen. Bleib mal ruhig, Kollege.
Hat nicht so funktioniert. Also Batista, der hat, ne, der hat es richtig gemacht. Der hat sich beschwert, ja, dadurch hat er aber auch Einsatzzeiten bekommen. Und wow, Auxerre schmeißt PSG raus. Und deswegen hat er dann auch wahrscheinlich gut gespielt, weil ich mir dachte, ja gut, dann musst du was zeigen und er hat dann was gezeigt. Moraes bisher eher nicht so. Aber ist noch alles möglich, ne? Ey Leute, ich bin so gespannt, was passiert. Sollten wir wirklich aufsteigen, ne? Ich bin ganz ehrlich, ne? Also ich glaube, wenn die uns den Aufstieg verweigern, wegen halt Profi-Status, dass sie sagen, wir bleiben lieber als semi-professionell in der dritten Liga, dann glaube ich, würde ich mir gerne einen anderen Verein suchen. Weil das ist nicht das, was mir Spaß macht dann. Weil ich push gerade extrem. Übrigens leider die Pokalergebnisse überblättert. Ah, hier sieht man es nochmal. Weil ich push gerade halt extrem und dann würde das nicht belohnt werden. Und es macht halt dann natürlich keinen Spaß, wenn du absolut keine Chance hast, hier wirklich Spaß zu haben. Weil wann wollen die denn dann mal aufsteigen? Weil du machst ja so oder so die ganze Zeit nur Minus. Stadren ist übrigens auch rausgeflogen gegen Monaco, unseren Partnerverein. Aber malen wir nicht mal alles schlecht an die Wand, sondern machen einfach hier alles richtig. Gewinnen, 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 gewinnen. Steigen auf und dann muss, wir können nicht als semi-professioneller Verein in der Ligue 2 sein. Das ist, glaube ich, schon rein regeltechnisch nicht möglich. Fleury, unentschieden gegen Le Mans. Also die verabschieden sich wirklich so langsam aus diesem Kampf hier oben. Haben mittlerweile 16 Punkte Vorsprung auf die. Also, boah, ja, ich meine, es sind natürlich noch 14 Spieltage. Sehe ich, oh nein, ich habe es, glaube ich, gerade richtig gesehen, ne? Rouen hatte jetzt keinen Trainer und die haben jetzt einen neuen Trainer, ne? Oh, please not. Stop it. You need to get help. Stop it. Ich glaube, ja, ich glaube. Ach ja, Magasta stimmt dabei noch. Ich habe das schon komplett vergessen. Mann. So, Rouen. Jetzt seit 3 Tagen haben die einen neuen Trainer. Die hatten 37 Tage lang einen Übergangstrainer. Also wir spielen mal wieder gegen einen Trainer, der sein erstes Spiel hatte. Der Übergangstrainer hat alle Spiele verloren. Muss das sein? Ach komm, ey. So, was sagen die Spieler hier? Brebels hat leider nur 10 Passing, Brunel ebenso, dann schmeiße ich die schon mal raus. Dubon, den hat man, ne? Quentin Dubon oder so, ne? Bei Aachen? Mir war es so, aber das Gesicht passt überhaupt nicht zu dem, was ich im Kopf habe. Deckung, oh, Moritala leider nur 6. Aber guck mal, Baske hat auch nur 10, aber gut, 6 ist schon hart als 6er. Wieso hat der so eine schlechte Deckung? Du bist halt sogar 6er. Also du bist zwar, achso, das war ja der Typ mit den 1,57. Nee, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht in die Taktik eingebaut. So einen kleinen Brudi. Dann haben wir noch Caligari. Ja, 7 Tackling, 7 Deckung ist auch eher so von der offensiven Sorte. Und Arib, der dann auch wieder nur 7 Tackling und 7 Deckung hat. Und halt Dubon wahrscheinlich eher. Reibt Gegner auf, dribbelt häufig. Mit 8 Dribbling, ja. Und 10 Ballannahme. Unverletzungsanfällig. Das gefällt mir nicht so wirklich. Ah, 7 ist mir zu wenig. Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube, die 6er, die ich mir hier rausgesucht habe, die sind alle Trash. Vielleicht wollen die ja noch kommen. Wer waren die jetzt hier? Länderspiel. Achso, das waren die Jungen. Die wollte ich gar nicht. Oder ich gehe mal auf 34. Ich gehe mal auf 34. Guck mal, mit 34 Maximalalter haben wir 34 Spieler hier. Haben wir da noch irgendwie. Vielleicht sollte ich eher nach Deckung gehen. Die möchte ich noch haben.
Und Wernemann auch noch. Warum kann ich ihm kein Probetraining anbieten? Weil ich einfach blind bin. Beim Rest kann ich halt nicht, ne? Was? Also hier wissen wir gar nichts von den dreien. Da brauche ich auch gar nicht zu viel. Wobei, ich kann ja einfach fragen. Sobald ich die Probetraining schnell wieder beende, ist das ja kein Problem. Maximal 30 dürfen wir, glaube ich, haben. Müssen auch erst bekommen wollen, ne? So wie er zum Beispiel nicht kommen möchte. Oder kann. Aber viele, die nicht kommen wollen. Wie heißt denn nochmal der Österreicher, der das Talent? Tim Obersheimer oder so? Der wäre noch eine interessante Variante. Ist der Obersheimer? Nee. Oberstdorfer oder so? Tim Ober. Nee, Quatsch. Nee. Oh, ich suche einen jungen österreichischen Sechser. Ist das Pölten? Heißen die so? Die Akademie bei denen? Tristan Obersheimer. Der ist gut, das weiß ich. Der wäre nicht so teuer. Ich weiß, dass der. Der ist halt noch jung. Dürfte der kommen? Auf den hätte ich Bock. Das weiß ich halt natürlich aus dem anderen Safe und vom letzten Jahr. Aber ich meine, ist ja nicht verboten zu wissen, ob ein Spieler was kann. Ja, Angebot wurde abgelehnt. Ich weiß aber, dass der gut ist. Und von den Probetrainingsspielen kam jetzt so der Wernemann, der eher Innenverteidiger ist. Bei Obersheimer bin ich mir aber nicht sicher, ob seine Werte nicht gewürfelt wurden. Ne? Wir wissen ja, dass einige Spieler gewürfelte Werte bekommen. Umso ärgerlicher, dass er jetzt halt kein Probetraining machen darf. Oh, ich glaube, ich möchte. Das ist risky. Wir machen so. Ich frage nochmal ein paar Leute an zum Probetraining. Und wenn die nicht kommen oder die schlecht aussehen, dann werden wir mal anfragen bei dem Tristan. Wie Van Damme hat Bock, aber er würde nicht kommen, oder wie? Zum Probetraining? Oder war er gerade einer der Spieler, die ich nicht angefragt habe? So. Jo, die sind gerade weg. Dann gehe ich jetzt hier nach Passen, wenn wir die Deckung nicht wissen. Ja, komm. Sind zwar ein bisschen viele, aber ist doch nicht so schlimm. Dann wissen wir wenigstens auch, wer jetzt zum Kommen möchte und wer nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich Obersheimer auch kriegen, oder wer doch kriegen könnte, auf jeden Fall, aber ob ich den Vertrag verschieben könnte, weil es ja rein technisch gesehen ein ablösefreier Transfer ist. Also ob das jetzt schon Sinn macht, vielleicht mit ihm zu verhandeln, damit er schnellstmöglich kommt. Wobei ich aber glaube, wir können den immer registrieren. Aber es ist dann auch eher die Sache wegen, wie lange darf ich nochmal Gasser halt hinhalten. Also einmal geht ohne Probleme noch. Ich werde schon mal machen. So, 24.01. wieder kommen. Stammspieler machen wir. Rotationsspieler, ja? Okay, dann nicht. 1K. Ich weiß halt, dass der gut sein kann, aber ist das vielleicht doch gewürfelt? Magassa waren jetzt 800 oder 700 die Woche, ne? Das werden wir nicht schaffen. Ah, schwierig. 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 Okay, was machen wir? Also ich starte mal mit 700. Wenn wir den Titel holen. Weißt du was? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir dieses Jahr aufsteigen, weil das ist ja nicht für laufende Saison. Machen wir 10k. Coupe de France Maximum. Torprämie machen wir mal 500. Genauso wie Vorlage und Elf des Jahres gibt es 1,5. Länderspiele machen wir mal 750. Gehaltssteigerung erstmal raus, aber nicht von der Verhandlung ausschließen, das ist zu risky. Gehaltserhöhung bei Aufstieg machen wir 30, machen wir 20%.
Option wäre gut, weil nur ein Jahresvertrag und Aufstiegsklausel bei Abstieg 0 Euro. Anders geht's gerade nicht. Gut, er möchte 1K haben. Ich komme, glaube ich, nicht weit runter. Machen wir mal 850, weil auch das Handgeld ist noch da. Ich würde sehr gerne keine Antrittsprämie haben. 11 des Jahres machen wir auf 2,5, jo. Gehaltsstärkung, ich hasse es, aber ich mach's rein. 5%. Ja. 900 könnte klappen, aber ich nehme die sichere Variante mit 950 Euro. Ist natürlich immer noch unter dem Vorbehalt, dass die Probetrainingsspieler alle Trash sind, ne? Also darauf kommt es wirklich drauf an. So, Caligari und Arib werde ich wegpacken. Mit ihren 7 Deckung und 7 Tackling brauche ich die nicht als Sechser. Und Dobor sah jetzt auch nicht so gut aus. 8 Ballernamen, ja. Dribbling 1. Nee, sorry, wirklich nicht. Also wirklich nicht. Aber Fleury gegen Nancy wurde leider abgesagt. Sind ja super wichtige Vereine für uns momentan. Nîmes spielt gegen Ranville, Villefranche gegen Pau. Red Star ist am Chillen, die spielen morgen gegen Laval. Dünkirchen ist auch noch dabei gegen Le Mans. Aufstellung gerade hat ja sehr gut funktioniert. Machen wir deswegen nochmal genau das gleiche. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tavardash wäre... Ich traue meinem Gefühl, Tavardash wird hier besser sein. Batista bleibt aber, auch wenn Bourlet immer richtig gut ist. Aber Batista ist gerade in Form. Und den sollten wir dann behalten. Nadir ist nicht in Form, kommt Mendes rein. Let's go. Tabellen 18. Ne? Neuer Trainer. Viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht sein. Let's go. Es war jetzt 3. in der Formtabelle bei uns. Ich glaube, bei denen war es 16. oder 17., wenn ich es richtig gesehen habe. Leider ein bisschen zu flinken Finger gehabt. Es ist ein 5-2-3 bei denen. Bisher an Punkten haben sie 12 geholt und haben natürlich gleich die erste Chance. Der ist gut. Und wir haben Glück, dass die Latte Renault aushilft. Szene ist aber noch heiß und wird erstmal dann entschärft von Wisdom und Don. Granville führt gegen Nîmes. Ui. Das können potenziell sehr groß sein. Handspiel von Rouen. Wäre aber auch irgendwie wieder sehr typisch für ein FM, wenn jetzt alle da oben verlieren würden. Inklusive uns natürlich. Oder halt Punkte liegen lassen. Muss ja nicht jeder verlieren. Mendes. Das ist ein schöner Ball auf Mondi, der schon gelb hat, sehr früh schon. Rückkommen auf Mendes, ja, lieber erstmal die sichere Variante, Tavardash. Jo. Wer findet die passende Idee für diesen, für diese Situation? Tavardash vielleicht, der findet Batista. Kommt vorbei am Gegner, zieht in die Mitte und macht das Tor. Es war wieder die richtige Entscheidung, Batista aufzustellen. Nice. Ngoncalo. Bisschen Glück hier, dass sie sich da durchsetzen kann. Sah etwas ulkig aus. Gegen Bernasque. Aber dann stark in die Mitte gezogen. Und guter Abschluss. Sehr schön. Schiri, Saison abpfeifen, ne? Nancy weiterhin 0-0. Und Nîmes weiterhin hinten gegen Granville. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall das 2-0, weil Rouen wird sehr, 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 sehr sicher ein Tor machen. Also es würde mich hardcore wundern, wenn Rouen hier in diesem Spiel kein Tor macht. Stark antizipiert von Tavardash. Ah, nicht auf die Außen. Hätte ich eigentlich eher gedacht, dass er auf die Außen spielen mag. Mitte scheint aber von uns gut besiedelt zu sein. Hamza. Mondi lässt sich plumpsen und das wird Elfmeter geben. Den sich Ricardo Tavares nimmt. Sehr nice. Ich war gerade so ein bisschen kurz zögerlich, weil ich nicht wusste, wegen VAR, aber gibt es ja hier in dieser Liga noch nicht. Weil das ja teilweise außerhalb aussah, teilweise auf der Linie. Aber nehmen wir mit. 2-0 Führung. Sehr schön.
Was machen wir mit Mandy, ne? Mit seiner gelben Karte? Ich möchte ja auch ungern auf ihn verzichten. Oh Gott, war das schlecht. Ach du Schande. Ibai macht den Anschlusstreffer für Rouen. Der hatte vorher dieses Handspiel im 16er. Aber was, war es Van Aken? Oder war es Wisdom? Nee, es war Van Aken. Oh Gott. Da hat er sich ja komplett austricksen lassen. Kriegt aber nur 0,1 Downgrade. Ja, wie erwartet, ne? Dieses Tor von Rouen. Ich hab's ja schon feierlich angekündigt. Jetzt wäre es gut für uns, wenn wir das 3:1 machen könnten. Ruxell hat die zweite gelbe Karte bei uns noch gesehen. Ich denke mal, ich werde gleich Mondi rausnehmen. Ja, gefährlich, sehr gefährlich. Und leider das erste Saisontor und das 2:2. Ja, man kann machen, was man möchte, aber diese Partie, ne, gegen den Trainer, der sein erstes Spiel macht, es ist richtig ekelhaft. Borlé wird reinkommen. Wir werden auf Offensiv gehen und das Tempo erhöhen. 2:0 aus der Hand gegeben. Ach, Jungs. Die zweiten Bälle mal wieder. Der dann hier zu einem dritten Ball wird. Dann ist es komplett hoffnungslos bei uns. Kurz ausgeführt von Tavares, hat er eher Borlé in Bedrängnis gebracht. Hat jetzt aber die Chance auf das Tor und schießt daneben. Schade. Das wäre ein schöner Einstand in diese Partie gewesen von ihm nach dem Wechsel. Nimm leider mit dem Ausgleich. Balutsch wäre eine Idee. Ach Mann, ey, was für eine ärgerliche Partie bisher schon wieder. 0,88 XG halt auch. Wobei bei uns das bisschen hoch ist durch den Elfmeter. Unsere 2,0. Ja, Badutsch kommt rein. Zeig mal wieder was. Medi, please. Und Mendes geht auch raus und Nadir kommt rein. Schade, dass Mendes heute die Chance nicht nutzen konnte, sich zu zeigen, dass er vielleicht doch mal eine etwas bessere Position im Kader verdient hat, hinter Nadir. Gut geklärt. Nadir gerade reingekommen. Jetzt haben sie Tavares ganz schön allein gelassen. Aber starker Ball hinten raus auf Medi. Hamza. Nicht schießen. Zwölf Minuten noch knapp. Ruxell. Das ist ein guter Ball auf Gonçalo Batista. Zieht wieder in die Mitte. Der kommt. Oh mein Gott. Balusch, wohin? Och Mann, der Pass war eigentlich gut. Aber wahrscheinlich wusste keiner, was er machen möchte. Das ist, glaube ich, so ein Spiel, was ich angekündigt habe, ne? Ja, ich habe nichts mehr zum Wechseln. Ach, was für eine Fuck-Scheiße. Natürlich der Tabellenletzte. Es war so klar. Nur ein Unentschieden. 2:0 aus der Hand gegeben, Jungs. Das ist leider sehr schlecht gewesen. Und wie erwartet, oben lassen alle Punkte liegen, ne? Nimm nur unentschieden. Nancy spielt noch. Die könnten der große Sieger des Spieltags sein. Villefranche hat auch nur unentschieden gespielt. Dünkirchen hat auch nur unentschieden gespielt. Red Star spielt noch. Fleury, waren die hier nicht gerade auch noch? Nee, anscheinend nicht. Aber das ist halt so typisch im FM. Wenn einer struggelt oben an einem Spieltag, dann alle. Oder wenn einer ausrutscht. 8 Spiele in Folge ungeschlagen. Ah, es ist so typisch, ne, gegen den Tabellenletzten. Ja, Mendes, das war gar nichts. Schade, ne, dass er seine Chancen nicht nutzt. Mondi, würde ich auch mal sagen, dass das nichts war. Und Borlé ebenso, auch wenn er nur kurze Zeit hatte, um sich zu zeigen. Balutsch war halt ärgerlich, ne, aus der Szene, die er gerade hatte, nichts zu machen. Der hätte mehr passieren müssen. Oh, und jetzt ist das passiert, was ich auch nicht haben wollte. Romain Basque fehlt gelb gesperrt im nächsten Spiel. Mist. Ich möchte ein paar Tage nach vorne machen. Ich glaube nicht, dass wir das nächste Spiel noch machen. Wir haben ja schon 4 Spiele in dieser Folge gemacht. Ich möchte nur schauen, was jetzt mit unseren Sechsern ist. Weil der wird ja dann höchstwahrscheinlich schon gleich spielen.
Aber wir haben auch nur noch die hier und bei denen muss ich noch warten, bis da mal was kommt. Oder nehme ich wirklich den Tristan, wenn er denn kommen möchte? Und vor allem, wann spielt denn jetzt mal Fleury und Red Star? Die chillen immer alle so sehr. Also, Clef ist ein L, ne? Bietet Balutschen Vertrag an, aus Algerien. Ja, ist kein großer Verlust, ganz ehrlich. Da werden noch so viele neue Stürmer bei uns kommen. Das ist wirklich nicht so schlimm. Ah, Co-Trainer lässt sich ganz schön Zeit mit der Einschätzung dieser Spieler. Hier 3 bis 9 Kopfballtechnik ist jetzt schon nicht so geil bei. Ich habe seinen Namen nicht gelesen. Es tut mir leid. Am 4. schließt das Transferfenster. Bis dahin möchte ich das noch durchhaben. Obersheimer würde kommen. Das ist geil. Wir verschieben aber erstmal. Weil ich noch kurz wissen möchte, was mit den anderen ist. Aber jetzt spielt Red Star. Aber die anderen nicht. Unter anderem Nancy. Red Star verliert. Okay, die sind mittlerweile komplett raus. Danach kamen keine Spiele mehr, ne? Ich glaube, dann sind wir durch für heute, weil die Einschätzung des Co-Trainers wird... Ah, doch, die Deutsche ist da. 1 bis 8 Deckung, okay. Und 5 bis 9. Wisst ihr was? Ich gehe das Risiko ein und hole mir Obersheimer. Das wird schon irgendwie. So, let's go. Tristan Obersheimer. Mal schauen, wie er wird. Yes, nice, er ist doch ganz gut. Nice. Ja, der ist mir aufgefallen in anderen Saves. Und ich kenne den Namen halt. Mental ist er Trash. Das wird halt meistens auch gewürfelt. Aber die Technikwerte, die sind halt richtig gut. 17 Jahre alt, wird gleich 18. Leider inkonstant. Vielleicht kriegen wir das doch hin. Und Konzentration ist Trash. Ja, 6. Aber das ist ein guter Spieler. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Spieler. Jo. Besser auf jeden Fall als die Spieler, die wir uns hätten holen können. So, Ballkontrolle. Oder? Ich glaube hier Endurance könnte, Ausdauer, könnte besser sein. Wegen Einsatzfreude und Ausdauer. Ja. Gut, wir können eh nicht trainieren. Aber sehr schön. Intensivsprachkurs kann ich mir echt nicht leisten. 24, nee, kann ich mir nicht leisten, es würde 24.500 Euro kosten. Nee, sorry, musste selber lernen. Gibt Apps dafür. Sehr, sehr schön. Dann haben wir einen neuen Spieler mit dem Tristan Obersheimer. Magassa wird jetzt natürlich auch gehen. So. Dann haben wir unseren Sechser ausgetauscht. Und haben dann schon unseren Sechser fürs nächste Jahr. Okay, bin ich zufrieden mit. Magassa, ne, Vertrag bis 25, also der wird dann auch nicht mehr wirklich zurückkommen. Und Obersheimer Vertrag bis zum nächsten Sommer. Leider halt keine Klausel für uns zum Option ziehen, aber kriegen wir hin. Freue ich mich sehr drauf auf den Tristan. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da haben wir dann Nancy und wieder Franche und Red Star vielleicht. Oh, und Fleury, ach du Schande. Hui, das wird... schwierig werden. Hab Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Sehen uns bei der nächsten Folge am Montag wieder bei der 20. Bis dahin. Tschö.